Dadan, dan, dadan. So Leute, wir sind wieder in der Johannes- und Isabel-Wohnung. Und ihr bereit, kennt ja die berüchtigte Kiss or Slap Challenge. Das ist meine Wohnung. Isabel wohnt hier nicht. Warum steht ihr so weit auseinander gerade? Habt ihr eine Ehekrise? Ich habe euch ein kleines Spiel vorbereitet, okay? Zwei Becher habt ihr hier. Und in einem Becher steht Slap und in dem anderen steht Kiss. Und Isabel, du... Ich will ihn nicht schlagen. Nein, du hast die Chance gar nicht, Isabel zu schlagen. Isabel wird gleich einen ziehen und dann wird sich entscheiden, ob du einen Kuss bekommst oder einen Schlag ins Gesicht. Ich will aber keinen Kuss, ich will lieber einen Schlag. Okay, das kann mir nicht rein. Und jetzt werde ich jetzt wie ein Hühnchenspieler das machen. Du kannst ja natürlich versuchen, den richtigen Becher sozusagen zu treffen, also welchen du haben möchtest. Also würde ich sagen, let's go. Weißt du, welchen Wasser ist? Ja. Okay, let's go. Okay, wähl deinen Becher. Es ist wirklich schwer auszuwählen gerade. Was? Also, okay, wähle deinen Becher. Ich glaube, ich nehme den hier. Und es ist Johannes. Oh. Okay, das heißt, Johannes wird den Kuss auf die Wange bekommen. Oh. Besser als der Kuss. Leute, heute haben wir einen unfassbaren Plan geschmiedet und zwar werden wir Lea verarschen auf etwas, was wir noch nie verarscht haben. So krank haben wir noch nie verarscht. Wir werden ihr Zimmer komplett zerstören, denn wir werden heute ein Loch in ihre Wand reinhauen. Es wird einfach nur wild. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit Obi, das heißt, es wird eine riesige Obi-Folge auch noch kommen, genauso wie die letzten Male natürlich auch schon. Schaut auf jeden Fall die ganzen Obi-Sachen an, das ist richtig cool. Aber heute wird, glaube ich, meine Lieblingsfolge werden, denn wir werden halt Leas Zimmer einfach zerstören und dann cool machen. Ja, ich würde sagen, hauen wir mal ein Loch in Leas Wand. Let's go! Ganz normaler Montag. Okay, meine Freunde, das ganze Team ist auch schon da. Ich habe schon einen leichten Hammer bekommen, der funktioniert auf jeden Fall perfekt. Nicht. So, Mom, jetzt sind alle da, jetzt wird das Haus zerstört. Kann sein, dass das Haus einstürzt, aber wir sind uns nicht sicher. Was hältst du eigentlich von der Idee, Mom? Findest du die toll? Total geil. Leute, Julia hilft uns außerdem auch noch, hier das Zimmer zu zerstören. Das wäre aber der Hammer. Darf ich auch dein Auto kaputt machen? Ey, oh. Oh mein Gott, das ist ja nur ein Gummihammer. Lol. Oh mein Gott. Alter, das ist ein komisches Gefühl gegen ein eigenes Auto zu hauen. Ja. Ich bin heute im Zerstörungsmodus. Ja. Dann haben wir erstmal das ganze Zimmer ausgeräumt, also die Schränke rausgemacht, alles, damit es halt nicht alles kaputt geht. So, meine Freunde, die Hammer sind da. Also, die sind richtig schwer. Die sind wirklich schwer. Die sind wirklich sehr, sehr schwer. Und das ist die Wand, Leute. Ich hab wirklich ein bisschen Schiss, dass es hier gleich das ganze Haus einstürzt. Aber das wird auf jeden Fall. Ach, easy. Und selbst wenn, ist doch egal. Okay. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, hau die Wand ein. Es geht einfach nichts. Okay, go. Los, bitte. Oh mein Gott. Okay, warte, gar nicht. Warte, geh weg. Ja. Gott. Oh. Die Wand geht ran. Es funktioniert. Alter, das wird gleich so ein lustiger Moment, weil ich hab so viel Steine im Mund. Stirb! Es geht! Ja! Oh mein Gott! Das Zimmer! Oh mein Gott! Alter, das ging so viel schneller, als ich gedacht habe. Hallo! Alter, das ist krass. Eigentlich soll es ja ein Prank an Lea sein, aber in Wirklichkeit zerstöre ich natürlich auch gerade mein eigenes Zimmer. Das Zimmer, in dem ich meine Videos gestartet habe. Jo Leute, was geht ab? Das befindet euch gerade mitten hier in meinem Zimmer. Das YouTube-Logo. Sowas muss natürlich in mein Zimmer rein. Das YouTube-Logo wird einfach zerstört. Eine Ära geht auf jeden Fall zu Ende. Alter, fuck. Das war so geil. Mein Klavier! Nein! Wir haben komplett vergessen. Ach du Scheiße! Mein YouTube-Logo! Warum bist du hier? Lea, komm rein, wir haben ein kleines Kamerateam noch hier. Dum, 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 dum. Und wie war Ihr Schultag so, Lea? Komm rein. Dun, 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 dun. Was ist hier passiert, Lea? Was könnte hier passiert sein? Wir haben dein Zimmer ein bisschen abgegradet. Nein, nicht mein Zimmer. Wir haben dein Zimmer ein bisschen abgegradet. Nicht zu meinem Zimmer. Wir haben dein Zimmer etwas abgegradet, Lea. Dun, 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 dun. Wieso? Was hast du gemacht? Ich muss jetzt immer Hallo sagen. Guck, Lea, in unseren beiden Zimmern können wir jetzt immer... Aua. Findest du das nicht gut? Er findet ein Loch in seiner Wand gut. Und den ganzen Schmutz auf dem Boden. Hier ist doch kein Schmutz auf dem Boden. Vor allem Aua. Das war so ein Papierschnuppe. Komm, Lea, wir können jetzt Ball spielen. Hui.
ein Betonstück aus meiner Wand gewesen. Wofür ist das? Das erkläre ich dir. Ja, der Schrecken sitzt noch tief. Ich würde sagen, wir werden natürlich die Wand jetzt hier nicht so lassen, Leute. Wir reißen das ganze Ding jetzt auch komplett ein. Und dann wird das Zimmer hier richtig geil gemacht. Und wir machen ein richtiges Makeover, Madame. Let's go. Dann habe ich dein komplettes Zimmer neu machen. Toll. Ja, dein Zimmer wird auf jeden Fall richtig geil. Das seht ihr aber auf dem OB-Kanal, wie das dann so richtig geil aussieht. Also so, wie alles geil gemacht wird. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal die Wand hier komplett raus. In den Tagen danach haben wir das komplette Zimmer von Lea renoviert, den Boden rausgemacht, die Wand rausgerissen. Das ist wirklich alles anders. Und Lea durfte das die ganze Zeit nicht sehen. Und dann zwei Tage später waren wir dann wieder mit dem Obi-Mobil am Start und haben Leas endgültige Reaktion auf das wirklich fertige Zimmer gedreht. Das seht ihr aber auf dem Obi-Kanal. Schaut vorbei. Link in der Beschreibung. Stell dir ein Zelt auf, wenn du kommst. So wird das mit mir ja auch gemacht in der Corona-Zeit. Das vergessen wir, Leute. Fly me to the moon. Fly me to the moon.